Ich möchte euch kurz zeigen, wie das Computeralgebra-System in GeoGebra funktioniert. Wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, braucht ihr entweder eine eigene Installation von GeoGebra. Die sollte allerdings relativ aktuell sein. Mindestens GeoGebra 4.4. Es gibt zwar schon eine Version 5.0, aber die braucht ihr nicht unbedingt. Wenn ihr dann das CAS hier anschalten wollt, solltet ihr im Ansichtsmenü das CAS-Fenster anschalten und die anderen Fenster schließen. Oder wenn ihr eben keine GeoGebra-Installation auf eurem Rechner habt, könnt ihr auch eine Online-Variante verwenden. Und zwar gebt ihr dazu diese Adresse ein, bit.ly/lachner-cas, wobei L und CAS groß geschrieben werden. Landet dann auf eine Seite von GeoGebra Tube, bei dem ihr genau die gleiche Oberfläche habt wie in dem GeoGebra Fenster. Man hat auch die gleiche Funktionalität, das ist also ganz egal. Damit das funktioniert, für den Fall, dass es Probleme gibt, braucht ihr allerdings eine aktuelle Java-Installation. Das müsstet ihr sowohl für den Browser als auch natürlich für GeoGebra dann eventuell noch erledigen. So, also die Frage ist, was ist denn ein Computer-Algebra-System? Ein CAS kann auf jeden Fall schon mal rechnen. Ich gebe jetzt einfach mal eine Rechnung hier ein, 3x4. Man muss beachten bei der Eingabe, dass man spezielle Symbole für einige Rechenarten braucht. Plus, Minus ist soweit klar, denke ich. Für Mal brauche ich dieses Sternchen. Und wenn ich dann die Eingabetaste drücke, dann kommt da das Ergebnis raus. Ich habe immer eine Zeile mit einer Eingabe und einer Ausgabe. Ich kann eine Eingabe auch nachträglich verändern, indem ich hier oben das anklicke. Und natürlich beherrscht das CAS auch sowas wie Punkt-vor-Strich-Rechnung. Das ist also nicht 5 mal 4 gleich 20, sondern es wird 3 mal 4 und dann plus 2 gerechnet. Oh, jetzt habe ich gerade falsches Symbol angegeben. Also, da kommt dann eben richtigerweise 14 raus. Das Interessante ist eben nicht, dass ich hier jetzt einen Taschenrechner plötzlich am Computer habe, sondern GeoGebra kann eben auch mit mehr umgehen als nur mit Zahlen, sondern eben auch mit Variablen. Wenn ich also x mal x rechne, dann kommt dann das bekannte x² aus und auch die Addition von Variablen ist eben auch möglich. Und das geht natürlich nicht mit diesen grundlegenden, nicht nur mit diesen grundlegenden Operationen, sondern ich kann eben auch hier so etwas addieren. Also eine der typischen Aufgaben, die ihr schon gerechnet habt. Das geht also auch. Und das geht auch mit Potenzen, egal in welcher Form. Potenz, dann brauche ich so ein Hochzeichen. Das ist links oben so ein Dach. Und da kann ich also jede Potenz verwenden, egal wie kompliziert. GeoGebra kann mir das also ausrechnen. Wenn man sich das von Hand oder im Kopf überlegen müsste, hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr zu schaffen, aber das Interessante ist, GeoGebra kann das also tatsächlich alles. So, also GeoGebra kann eben nicht nur mit Zahlen umgehen, sondern eben auch mit Variablen rechnen. Und das ist also jetzt der Vorteil von so einem Computer-Algebra-System. Ich möchte jetzt gerade noch zwei Funktionen oder Unterschiede hier noch zusätzlich erläutern. Und zwar war bisher eben hier angewählt Berechne. Dann gibt es aber noch ein Numerisch, liefert einen Näherungswert und Behalte Eingabe. Und das möchte ich anhand von Brüchen zeigen. GeoGebra kann also auch mit Brüchen umgehen. Ich kann Brüche eingeben, die werden dann auch so angezeigt, also geteilt wird immer durch so einen schrägen Strich angezeigt. Ich kann auch mit Brüchen natürlich rechnen, das ist alles kein Problem. So, und jetzt gibt es eine kleine Besonderheit.
1/2 als Bruch dargestellt. Das ist ja durchaus okay, man kann damit rechnen. Ich sage ja auch immer, Bruchrechnung ist super, weil ich mir dann manche krummen Zahlen ersparen kann. Jetzt will man aber eventuell statt einem Bruch auch vielleicht mal eine Kommazahl haben. Und da hilft einem dann dieses Werkzeug, das also Werte numerisch angibt. Was bedeutet das? In diesem Fall wird also aus 1/2, hier steht ungefähr 0,5. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil 0,5 ist ja tatsächlich genau gleich 1/2. Diese Taste rundet aber, und das sieht man, wenn ich zum Beispiel diese Addition jetzt mit aktivierter numerischer Taste ausführe, also anklicken, Return-Taste, und da wird mir jetzt eben bei 5/6, was eine periodische Zahl wäre, das Ergebnis 0,833 geliefert. Ich zeige gerade mal ein Beispiel. 2/3 würde, Achtung, numerisch ist noch aktiviert, dann auf 0,667 gerundet werden. Das ist also nicht einfach nur abgeschnitten, sondern es wird gerundet. Man kann das einstellen, aber darum wollen wir uns jetzt nicht kümmern. Für was könnte man zum Beispiel noch dieses hier verwenden? Hier steht Behalte Eingabe. Das heißt, hier wird gerade das, was ich eingegeben habe, einfach übernommen. In diesem Fall also eine Rechnung. Was zum Beispiel ganz interessant ist, na, Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung habe, dann ist das ja soweit klar. Aber was ist, wenn es jetzt noch ein bisschen komplizierter wird? Also zum Beispiel, dass ich sage, ich rechne nochmal durch 4, dann könnte man über die Eingabe, über das Behalte-Eingabe schauen, ob das richtig verwendet worden ist. Also das heißt, es ist 1/3 und dieses 1/3 wird durch 4 gerechnet. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber 1/3 haben möchte, müsste ich Klammern setzen und durch Behalte Eingabe wird das also nicht gleich ausgerechnet und ich sehe dann den Unterschied hier unten in der Eingabe. Und natürlich würde sich auch bei der Berechnung da jetzt ein Unterschied zeigen. Also wenn ich die Klammer so setze, ist es 11/6. Wenn ich sie weglasse, was ja quasi dieser Klammer entsprechen würde, dann bekäme ich was anderes raus. Und das Interessante ist also, dass man über dieses Behalte-Eingabe erkennen kann, ob man zum Beispiel einen Bruch richtig eingegeben hat. So, das ist eine erste Einführung zum Thema Benutzung vom CAS. Es gibt hier noch ein paar mehr Werkzeuge. Die hier sind im Prinzip auch ganz praktisch, aber die gucken wir uns jetzt noch nicht an. Im nächsten Video erkläre ich, wie man mit Lösungen von Gleichungen umgeht.